Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Annas Quest. Ja, in der letzten Folge haben wir Bekanntschaft mit dem Teufel gemacht. Mit dem muss ich auch gleich nochmal sprechen, denn ich habe das Rätsel schon wieder vergessen, was wir da hatten. Ist schon wieder ein Stück her. Hello? Mr. Devil? So, könntest du das Rätsel nochmal wiederholen, bitte? Could you repeat the riddle again for me, please? If better the devil you know, they say. Then tell me, Anna, what do you know of the devil? Huh? What do I know of you? Perhaps it's not in my interest to assist you in a wager. Furthermore, if I were to make a meal of my finest, then what would my meal be? Hmm. So tricky. You tricked me into this. It makes no sense. Okay, also wir müssen herausfinden, was des Teufels Lieblingsessen ist. Dieses Rätsel mit dem Essen. This meal riddle. I might have the answer? Nein, haben wir nicht. So confident, I see. Very well. So then, Anna. If I were to make a meal of my finest, then what would my meal be? Wir können es ja auch einfach mal... Ach nee, können wir nicht. Okay. I think I'll go work on this riddle of yours now then, I guess. Very well. Be gone with you. Toll dich jetzt. Na gut. Well, hand... Wahl in der Hand. Hat auf jeden Fall was mit Essen zu tun. Schau mal hier den Briefkasten an. It seems like this letter is an order for a troll to be fired from his position and transferred. It says here, employee in question has joined forces with those that directly oppose the devil, aka the workers' union. For crimes against the devil, contracted position is to be terminated and transferred immediately to janitor apprenticeship. Hold on, this is the troll who is guarding my cell. I encouraged him. He didn't seem so bad. He didn't deserve this. Da haben wir also ein Schicksal besiegelt. Das muss jetzt mit der Putzkraft zusammenarbeiten. 666 Briefkasten ist übrigens auch sehr schön. Huf, Getränk. Okay, mal gucken, ob wir nochmal mit dem reden können. Out like a light. Thank goodness that worked. After all that trouble. Na, mal sehen, ob er was zu sagen hat. Is he talking in his sleep? How cute. Let's try this. Excuse me, Mr. Troll. What do you know about the devil's finest meal? Can't say nothing, say boss. He says... Never say dead dogfish from the great North Sea. Oh, definitely. I understand. Sollte das jetzt schon des Rätsels Lösung sein? Großer Nordfisch, irgendein Sutungshai? Mal sehen. Ob wir das hello? Rätsel gelöst haben. Mr. Devil? Dieses Rätsel mit dem Essen. This meal riddle. I might have the answer. Maybe? So confident, I see. Very well. So then, Anna. If I were to make a meal of my finest, then what would my meal be? Ein toter Hundshai aus dem großen Nordmeer, vielleicht? A dead dogfish from the great North Sea. Is that by any chance the meat for your dinner? How? Very well. I got it right? However, what spoon will I use? What spoon? Huh? Well, Okay, jetzt müssen wir noch herausfinden, welchen Löffel der Teufel möchte. I think I'll go work on this riddle of yours now then, I guess. Very well. Be gone with you. Now? Dann weiß ich nicht, ob der noch was zu sagen hat, aber ich glaube, das wäre zu einfach. Excuse me, Mr. Troll. Anything besides... Can't say... Okay, okay. Never...
Das hatten wir schon. Guess that's all he does know then. Er weiß also nicht mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück zum Galgen. Okay. Wilfred sitzt immer noch hier oder steht noch hier mit dem Henker. Sehr schön. Zur Käfigen, zu der Villa, zur Abstellkammer. Mal sehen, ob wir da was finden, was der Teufel als Löffel benutzen könnte. So, hier ist nichts. Bord und Spind. Oh. Ist sie nicht süß? Okay, hier können wir anscheinend nichts machen. In den Flur. Ich probiere mal, ob die Leute jetzt hier was anderes zu sagen haben, ob die jetzt neuen Dialogoptionen haben. Excuse me, sir? What do you want now, huh? Nein, I'm going now, nicht. Mister. I'll visit you later, okay? No, don't. Really. Just don't. Was haben hier eine fristlose Kündigung? Vielleicht so, dass er dann hier weggeht und wir können mit der Tür interagieren. After that last time, this guy deserves none of my neat stuff. Okay. Was ist denn hier los, der meckert manchmal der Rechner? Fristlose Kündigung. Wen können wir... Liegt das vielleicht daran, dass er gerade ein Update machen will und ich ihn... Warte mal. Nein, zurück in den Flur. Und wir gehen nochmal zum Verwaltungstroll. Vielleicht können wir den ja kündigen. So, zu den Kerkertoren. Da müsste ja der Verwaltungstroll sitzen. Ganz genau. Vielleicht können... Nein, nicht so. Das. Fristlose Kündigung. Ja, no way. Du hast ausgelegt. I'm not letting the troll in this letter lose his job because of me. Ach, schade. Kann der uns was Neues sagen? Ich meine, der ist doch hier der Hi, super back Troll. Again. Der muss doch alles wissen. Yes. Nein. Well, anscheinend. I'll leave you to your work then. Oder hatten wir das erste schon benutzt? Yeah. Do you have the group release form for me? Indeed. I've been asked to work on it straight away, which I was doing before you interrupted. Oh, sorry. Well, can I have it, please? After I finish amending it, a further 200 to 300 days of processing are required before the form can be shipped out. That's ridiculous. My cell is about 30 paces from here. Can't you just hand it to me? Rules are rules, inmate. You don't deserve any special treatment. Ugh. The devil did this intentionally, I'm sure of it. He's such a big, fat, lying trickster. Such language. Wie ungezogen, Anna. Now, if you'll excuse me, I have a group release form to finish amending. Oh, mit was verschicken die das? Mit der Schneckenpost? Vielleicht auch mit der... Nein, so sind natürlich Paketdienste und Postzusteller nicht. Da kommt immer alles zum richtigen Zeitpunkt an. Und auch unbeschädigt. Können wir jetzt hier irgendwas mit unseren telekinetischen... Können wir uns das schon rausholen? Dass wir das da... Oh. Ich habe okay, keine Ahnung, was wir da jetzt aufgehoben here. Haben. Devil's finest meal. Devil's finest meal. Hey, das haben wir doch schon. You. Where'd you get that? Ah, here it is. The devil's finest meal includes the rib of a whale. Hey, you. Hand that paper to me, inmate, now. Ah, all right, all right. I'll be keeping this one behind the desk, safe from your grubby little hands. Well, I got one bit at least. Rib of a whale, huh? Ich dachte Hundshai. Das ist jetzt neu. There is one it seems I need, but it's the one he's working on at the moment. Kann ich vielleicht so? No, I could hurt him.
Das hat dich sonst auch nicht abgeschreckt, Anna. Direkt zu den Käfigen kommen, gleich mal darüber. Hier haben wir das Schädel. No thanks. They're fine where they are. Warum kann ich da mit denen was machen? Nein, nicht dahin. Wir gehen mal wieder hier lang. Wo bekomme ich jetzt raus, mit welchem Besteck der Teufel das gerne isst? Ich versuche mal noch was mit den Wal. Well, mit dem Walfisch? Weil ich habe keine Ahnung, wie wir rausfinden sollen. This meal riddle. So confident. Ja, if I were to... ja schon. Ah, wir haben jetzt die Rippe eines Wals. Rib of a whale. Is that by any chance the meat for your dinner? No. No, that's not right. Sad to say. Oh, of course. I knew that. Just, testing you? Also, es ist schon das Erste, was wir da haben. Right. How dubious. Next time you shall answer without fail. This meal riddle. So ein toter Hundshai. A dead dogfish from his... Das hatten wir auch schon. So. I got it right. However, what spoon will I use? Welchen Löffel soll ich benutzen? What spoon? Huh? Well, Vielleicht eine the rib Rippe of a whale. Could that be used for your spoon? Maybe. How? Hm? It's impossible. Okay. I have my ways. So, solved, right? Not so fast. You might have gotten lucky with that, but you could never know what my wine glass is to be. Really? Jeez. Okay, okay. Schau mal. Let me see. Okay. Die Rippe eines Wals also als Löffel benutzen. I think I'll go work on this riddle of yours now then, I guess. Very well. Be gone with you. Also ich will ja nicht sagen, aber so ein Wal, der ist schon relativ groß, oder? Wie? Ja, zurück zum Geigen. Wenn so ein Riesenwal, wenn man da eine Rippe hat, die ist ja auch dementsprechend groß. Wie macht... Also... Das... erschließt sich mir nicht. Achso, das waren wir mit der Axt. Das erschließt sich mir nicht, wie der das benutzen kann. Okay, hier haben wir eine Fackelregal. I don't want to be too reckless with this power. I think I'll leave that be. Menschenmixer. Können wir im Spind vielleicht nachschauen, was da so als Gefäße dran sind? That's not a bad idea. Get all the cleaning done while I sit back and relax. What could go wrong? I'll remember that when I'm home and Grandpa wants me to do the house chores. But right now I have other things to do. Jetzt... Wir haben einen Honigtopf. Wir haben eine fristlose Kündigung und wir haben dieses komische Porträt. It's fine where it is. Da können wir nichts machen. Ich glaube, hier haben wir nichts mehr zu tun in der Szene. Ich glaube auch nicht, dass uns der Henker da noch was sagen kann. No talk. Einfach mal. Only. Oh, I'll be moving along then. Moving along. Okay, der wartet auf neuen Mitspieler. Hier haben wir auch schon so gut wie alles gemacht. Zu den Kerkertoren. Ich gehe nochmal in unsere... I can't just pour one. Zu unserer Zelle. Mal schauen, was, ob es da noch was Neues gibt. Okay, Reynard schläft hier noch schön gemütlich oben mit dem Kopf durchs Fenster. Hier haben wir die Toilette, sind in den Flur, Fackel. He's just going to get in trouble with his guard again. I better not. Okay. Kann ich dem vielleicht den Honig geben? Ich weiß zwar nicht, warum ich... Also, after that last time, this guy deserves none of my neat stuff. Ja, der hat da also seine Nase da drin ausgeschnaubt.
Wilfred, weiß nicht, ob der uns noch was zu sagen hat? Oh, hello there, young one. Weißt du was über das Teufelsleibgericht? Do you know anything about the devil's finest meal? Oh, I'm not sure. I did once hear some guards talk about that. I don't quite remember. Let me think. Devil's finest meal, you say? Vielleicht hat doch eine Antwort. Old horse's hoof. That's what the guards said. Ah, yes, an old horse's hoof. That's what the guard said. Wait, who said that? Ach ja, unser Kollege da unten. Never mind. Da, unser... Ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hatte. I should probably get going now, mister. See if I can get all of us out of this place already. Oh dear, please be careful. Okay, dann haben wir jetzt auch das Gefäß, aus dem er seinen Wein trinkt oder was auch immer er trinken will. Der Huf eines Gauls ist also das Gefäß. Er ist das mit dem Hundshai und ein Walrippe benutzt er als Löffel. Hello? Mr. Devil? Sehr angsteinflößend. Sehr, sehr angsteinflößend. Okay. Das This Rätsel meal mit dem riddle. Essen. I might have the answer. Maybe. So confident, I see. Very well. So then, Anna. If I were to make a meal of my finest, then what would my meal be? Das ist ganz einfach, lieber Teufel. Ein toter Hundshai aus dem großen Nordmeer. A dead dogfish from the great North Sea. Is that by any chance the meat for your dinner? How? Very well. I got it right? However, what spoon will I use? What spoon? Huh? Well, Der Löffel ist ganz klar, ohne Frage, die Rippe eines Wals. The rib of a whale. Could that be used for your spoon? Maybe? How? It's impossible. I have my ways. So, solved, right? Not so fast. You might have gotten lucky with that. But you could never know what my wine glass is to be. Really? Jeez. Okay, okay. Let me see. Wenn du wüsstest, was wir alles wissen, dein Weinglas ist natürlich der Huf eines alten Pferdes. An old horse's hoof. That is surely meant to be for the wine glass. Dun, dun, dun. Right, right? I mean, I'm not sure why someone would use a horse's hoof of all things, but... Yes, yes, you are correct, Anna. Well done. Yes? Yes! Ha ha! Yes, yes, yes! Silence! I'm not sure how you did it, but you have solved the riddle. Well done. Thank you, mister. Well, since you've somehow solved one already, the remaining is as follows. If better the devil you know, they say. Then tell me, Anna, what do you know of the devil? Ich weiß alles. Das nächste Rätsel, was wir lösen müssen, da müssen wir uns nochmal drum kümmern. I think I'll go work on this riddle of yours now then, I guess. Very well. Be gone with you. Wir haben jetzt die nächste Rätselstellung. Und da würde ich sagen, weiß bestimmt der Troll Bescheid. Denn wer soll den Teufel besser kennen als der Troll, der den ganzen Papierkram für ihn erledigt? Zu den Käfigen auf der Kammer Flor. Kerkertore. Der Verwaltungstroll. Hi, back again. Yes? Nein? Okay. I'll leave you to your work then. Der hat also nichts zu sagen. Wer kennt den Troll? Papierkram haben wir schon gemacht. Ich glaube nicht, dass es unser Schniefeltroll hier draußen ist. Excuse me, sir? What do you want now, huh? Any chance I could visit the person inside the cell? Ha! None. So, not even to say hello quick? No. Scram! Yikes! Gut. Dann machen wir mal wieder weiter.
I'm going now, mister. I'll visit you later, okay? No, don't. Really. Just don't. Ich würde aber sagen, um das Rätsel kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht haben wir dann mehr Glück mit den Leuten, mit denen wir da reden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Anna's Quest. Ciao!